Mein Name ist Gerd Sprenkel. Ich bin der Vorsitzende vom Geflügelzüchterverein Leer von 1881 e.V. Der Verein kümmert sich um Rassegeflügel und erhält dadurch das Kulturgut, was über Jahrhunderte entstanden ist. Also wir organisieren Ausstellungen, wir machen natürlich Züchterschulungen, wir kümmern uns um die Vereinsmitglieder, helfen denen bei der Zucht und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Warum ich das mache, also das ist mein Hobby. Das mache ich eigentlich schon, seitdem ich denken kann. Und ich bin mittlerweile 50 Jahre organisiert in einem Rassegeflügelverein und ich liebe das. Der Umgang mit Tieren, der ist einfach nur schön. Wenn man die Tiere heranwachsen sieht, wenn man sie schlüpfen sieht, wenn man nachher sieht, was das Ergebnis ist, was für schöne Tiere am Ende dabei rausgekommen sind, macht einfach nur Spaß. Also unser Verein hat seit 31 Jahren eine Partnerschaft mit dem Geflügelzüchterverein oder Kleintierzuchtverein, heißt das ja in Holland, Mündendamm. Also wir treffen uns regelmäßig. Und wir tauschen uns aus, wir besprechen Tiere. Die Holländer haben den Standard noch wieder etwas anders wie wir. Und wir besuchen uns, machen Stallbesuche und gucken, wie die das so machen. Und die gucken, wie wir das so machen. Also ich habe eine Botschaft. Also das wäre schön, wenn das wieder so werden würde, wie das vor Corona war. Und dass man auch wieder enger zusammenarbeiten kann und dass das alles wieder in normale Bahnen läuft.